Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Try Cinemora, diesmal am Start. Das ist ein ganz einfaches Spiel, basiert eigentlich auf demselben Spielprinzip wie noch das alte Space Invaders auf den alten Nokia-Handys. Und ja, wir probieren das mal aus, also deswegen Let's Try, das wird kein richtiges Let's Play, ich werde da nicht lange rumfackeln und so, aber ich muss hier jetzt mal das Audio ein bisschen runterstellen. Grafikqualität können wir auf Ultra setzen, ja, passt. Und wie spielt man? Mal schauen. Grundsätzliches, naja, egal, ich habe keine Lust das Ganze durchzulesen, von daher gehen wir gleich in den Story-Modus und wir starten das Spiel. So. Wie Space Invaders funktioniert das? Ha az időutazás képességével születtél, az első dolog, amit meg kell tanulnod, az, hogy nem lehetsz adott időpillanatban. Okay, das wird wahrscheinlich japanisch sein, denn es ist ein japanisches Spiel. Aber wie ihr schon sehen könnt, super Grafik, also für so ein horizontal Shoot'em-up-Spiel, muss man schon sagen, richtig krasse Grafik. Kobalt-Anandok hier, 1-2-0-0-4-76-12, beginne mit dem Anflug, verstanden? Ja, okay, passt. Was sind denn das überhaupt für Dinger? Irgendwie haben die Probleme mit dem Funkgerät, so wie es ausschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier nur so ein paar komische, seltsame Flugzeuge. Wir werden gleich eins von denen übernehmen, nehme ich an. Ich gehe jetzt mal ganz intuitiv mit den Pfeiltasten und Leertaste zum Feuern, nehme ich an. Jo, genau. Wie? Okay, und wie schießt man? Wie schieße ich? Ich hab keine Ahnung. Okay. Nochmal, vielleicht trotzdem mal kurz nachschauen, wie man das spielt. Zumindest wie man schießt. Steuerung. Tastatureinstellungen. Ach, A, S, D, okay. Primärwaffe S. Gut, okay. Wir müssen auf jeden Fall, ihr seht da oben die Zeit. Und ja, funktioniert eigentlich Spielprinzip ganz einfach. Einfach draufhalten. Liebe noch bei den alten. Ihr seht da oben die Zeit jedes Mal. Wow, das war jetzt aber schnell alle. Okay, die Zeit ist sozusagen unser Leben. Wegen, ja, habe ich raus. Und schießen es, ja. Prima. Also ich ganz mal hinten an den Bildschirmrand, dann habe ich mehr Zeit, um die abzuknallen. Wir müssen auf jeden Fall die Gegner hier treffen. Wo die sind. Okay, der ist mal schon mal down. Und mit jedem Gegner, den wir eliminieren, kriegen wir Zeit geschenkt. Boah, das ist ja richtig cool gemacht. Nein! Boah, scheiße! Okay, auf jeden Fall erstes Level geschafft. Auf jeden Fall Zeit müssen wir sozusagen aufsammeln, indem wir hier Gegner abknallen. Und sobald die Zeit alle ist, ist natürlich, sind wir sozusagen tot. Okay, Subwaffe habe ich jetzt auch noch. Das ist eine. Holy shit, was ist denn das für ein Ding? Aufhalten. Okay, ich habe keine Superwaffe mehr. Zielsuchende Raketen, das ist natürlich scheiße. Vor allen Dingen, dass das Ding dann immer näher kommt. Das ist uncool. Okay, schwebende Festung. Aber also, wie das inszeniert ist, muss ich schon sagen. Das macht richtig Spaß, hier mal zu schauen. Dafür, dass es eigentlich so ein ganz, ganz banales Spielprinzip ist. Also, ihr merkt schon, unerfahren Piloten. Von daher. Zeitwaffe aktiv. Okay, wir können jetzt irgendwie etwas mit der Zeit anstellen. Zeitkapsel mit D. Jo. Wow, wow. What the fuck? Okay.
Okay, dann kann man hier ausweichen. Und jedes Mal, wenn ich getroffen werde, ihr merkt schon, dann habe ich, wow, dann wird mir Zeit abgezogen. Das war's schon? Junge, super Level. Sammle schwimmende Power-Up-Symbole ein. Okay, das gibt's dann. Kennt man auch schon aus den. Es erinnert mich so brutal an diese. Diese Spiele, die es noch damals auf den alten Nokia-Handys gab. Also damals mit dem Nokia 3310 oder sagen wir Subwaffenmunition. Hier haben wir Kapsel. Hier haben wir Zeit. Schild haben wir auch. Und Feuerkraft. Okay. 9 Stufen kann man Primärwaffe und Damage verbessern. Ja, was ich sagen wollte, das erinnert mich brutal an diese Zeit von den Nokias 3310, wo es da noch diese. Ich rede vor, das war vor 10 Jahren bald mal. Und da gab es halt dieses horizontale Shoot-'em-up-Spielchen auf dem Nokia. Also ja auch dieses kleine Flugzeug da oder dieses kleine Raumschiff da steuern musste und dann dementsprechend die großen Gegner abknallen sollen musste. Also, ist halt ganz kleine und es wird wahrscheinlich hier genauso sein. Also wir müssen ja je nachdem mal besser spielen. Ich bin jetzt nicht so der erfahrene Horizontalspieler, so ihr kennt das, wenn ihr meine Let's Plays schaut, dann wisst ihr, was ist denn das? Ja, dann wisst ihr, dass ich eigentlich fast nie 2D-Spiele spiele, grundsätzlich eigentlich nur Shooter. Also in meinen Let's Plays meistens zumindest oder so. Ja, ich lese es jetzt nicht durch, es ist ja nur ein Let's Ausprobier, Let's Try, und von daher einfach nur mal so schnell durchgeskippt, Kapitel 1 schon. Da gibt es wahrscheinlich immer am Ende des Kapitels immer so einen Bossgegner. Ich verstehe eh nichts, was der sagt. Ich könnte es mir durchlesen, aber überhaupt keine Lust, das durchzulesen. Level 1a. Kreis, ja, irgendwas drei Viertel. Jo. Das ist definitiv japanisch, sieht man schon an den Charakteren, die hier aufgezogen sind. Irgendwie so. Das wird einem Europäer nie in den Sinn kommen, sowas zu zeichnen, aber. Ja. Money! Wow! Okay, das war meine Sekundärwaffe. Ach, und die lassen das fallen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Hier haben wir Erfahrung. Alles geil, ich weiche den eher aus, als dass ich die kaputt schieße. Ich bin so schlecht. Ihr merkt schon. Das ist überhaupt nicht mein Style normalerweise, aber dieses Spiel habe ich halt irgendwie so angefangen. So. Drecksding. Wow, hat er mich schon kaputt geschossen? Meine Fresse, das ist ja echt nicht zum Spaßen hier. Die sind ja nur richtig krass drauf, die Leute auf diesen. Ja. So ein Geschützturm. Ja, nur noch 4 Sekunden. Ey, ich glaub's geht los. Ja. Das ist ja krass ist das. Vor allen Dingen, die fliegen so verdammt schnell. Und ausweichen ist irgendwie auch nicht gut, weil dann die Zeit. Ich darf irgendwie nicht so oft getroffen werden, mehr, glaube ich so. Weil ich dann Zeit abgezogen kriege. Wow! Das ist ja voll krass, wie man sich hier konzentrieren muss, um hier überhaupt was zu machen. Hier so. Okay, Schild. Ja, Gegner weggebratzt. Zeitmaße stabilisiert. Sehr schön. Ui.
Sicher, ich finde das super cool, obwohl es überhaupt nicht mein Stil ist. Aber das ist richtig, richtig cool, muss ich echt zugeben. Holy shit! Wach, Hexapos, voll. Kann man nimmt da die Dinger wegschießen? Da irgendwas kaputt? Okay, ja, da geht irgendwas kaputt und was kaputt geht, bin ich. Oh mein Gott. Vorspuren. Das Geilste ist, wie der nicht down geht. Meine Fresse. Und die Zeit ist schon wieder alle bald mal. Sie einfach vor allen Dingen. Oh Mann, ey, ja. Ich will es hier einfach noch diesen einen Bossgegner kaputt machen. Das ist ja nicht sein. Ja. Ich habe irgendwie keine Chance, dementsprechend überlasse ich das euch, diesen Bossgegner zu knacken und auch alle anderen danach, denn ihr seht schon, ich bin richtig, richtig schlecht, was diese Spiele angeht. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen und ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir dann einen Daumen hoch gebt. Und dieses Spiel findet man im Steam Store. Ich werde unten in der Beschreibung einen kleinen Link reinpacken, wo ihr das Spiel findet. Ist krass billig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das es kostet. Auf jeden Fall schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Und ja, Daumen hoch da lassen. Und über ein Abo freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Adios.